Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir hatten das Jahr mit großen Erwartungen gestartet. Auch der Kartoffelacker sollte eigentlich zusätzliches Futter und Gemüse für uns bringen. Leider hat er nur Unkraut gebracht. Naja, mal schauen. So. Schauen wir mal, was wir von unserem Kartoffelacker noch retten können. Unkraut ist wahnsinnig hoch. Aber vielleicht finde ich ein paar Kartoffeln. Leider hat sie die Krautwolle relativ schnell dahingerafft. Ich versuche mit der Agria ein paar herauszubekommen. Dazu habe ich den Flug, der normalerweise ein Schälflug ist, ein Wendeflug, habe ich auf einer Seite einen Kartoffelruder angebaut. Das ist dieser hier. Das geht bei der Agri relativ schön. Einfach aufschrauben. Schon ist erledigt. Also, werfen wir die Maschine an, schauen wir, was los ist mit den Kartoffeln. Das richtige Werkzeug ist immer an Bord. So, jetzt kommen die Stacheln nach außen, das Stützrad muss weg und dann geht los. Die Stacheln haben 2 Jahre Tierungsstufen, einmal Fahrbetrieb und einmal Ackerbetrieb. Gehen wir zum Ackerbetrieb. Dieselhebel ganz auf. Hier der Funkhebel. Und hier der Anlasser. Das erste Mal wird er wahrscheinlich nicht ganz schön. Aber so schlimm. Das
die ganze Sache arretiert. Jetzt versuchen wir unser Glück. So, dann geben wir es mal aus. Die Maschine in Position bringen, Gas geben, erster Gang. Kurz nochmal korrigieren. Und dann, das wird wohl nichts. Anlauf nehmen. Nein, der Fuchs ist einfach zu stark und die Räder der Agria trotz der Stacheln, sie graben sich einfach ein. Dann sitzt die Agria unten am Rahmen auf. Es hat absolut keinen Sinn. Hier ist auch mit der Agria kein Weiterkommen. Auch wenn ich es noch ein paar Mal versucht habe, aber das, ja, es wird wohl nichts werden. Ich werde wahrscheinlich mit dem Traktor, mit dem Vielfachgerät versuchen, das Unkraut zu roden. Danach nochmal einen Versuch starten. Ja. Ja, bis jetzt ist es eine meiner größten Schlampen. Aber man soll ja nicht nur die schönen Seiten zeigen, sondern man muss auch mal zeigen, was schief geht. Auch unsere Futtererbsen hat dasselbe Schicksal getroffen. Der Hagel hat sie umgeworfen. Danach hätten sie schön geblüht, haben sogar Schoten ausgebildet. Leider war es aber so nass, dass wir dann das ganze Kraut und die Schoten direkt am Boden verrottet und verfault sind. Sowas kann ich nicht verfüttern. Es wird, ja, ich werde es einackern. Die Futterrüben machen sich aber gar nicht so schlecht. Dazu gibt es sicher später nochmal ein Video. Aber ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da, einen netten Like oder einen Kommentar. Wir würden uns echt sehr über Interaktion mit unseren Abonnenten freuen. Und das ist nicht nur so gesagt, das meine ich ernst. Also, bis später. Macht es gut.